Was sind Sie für ein Buchstabe? Ich bin kein Buchstabe. Nein, ich meine, mit welchem Buchstaben fängt Ihren Namen an? Sie müssen doch einen Namen haben. Steiner. Wie? Steiner. S wie Schießtreck. T wie Double. E wie Eierkring. I wie Irrhaus. N wie Notwehr. E wie Elefant. R wie Rollmöps. Rhinoceros, Gott. Schon ein paar Mal gewarnt. So geht das nicht mehr weiter. Ist nur merkwürdig. Früher, als ich gut gespielt habe, war alles recht gewesen. Und jetzt, was man nicht mehr rollt. Das hat mit dem Geschäft gar nichts zu tun. So, jetzt auf einmal. Im Geschäft sind sie einfach eine Niete. Sie haben mich an der Post hergestellt. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte sie nicht geholt. Aber wenn sie sich nur ein bisschen zusammengenommen hätten, dann wären sie ja für sich gekommen. Schauen Sie den Fredi an. Er ist in den gleichen Schuhen gestanden wie sie. Aber er hat sich eben gewehrt und hat an die Zukunft gedacht. Heute ist er Garagenchef und verdient 1500 Steine im Monat. Aber er hat eben gewusst, dass mit dem Shooter nicht ewig geht. Also, lieber Tivoli, Herr Studer, ich danke Ihnen vielmals, aber ich brauche also Ihren Dienst vorläufig nicht mehr. Sie wollen hier abbrechen. Sie wollen mich absagen. Gut, Herr Doktor. Dann führe ich den Fall auf eigene Verantwortung weiter. Damit machen Sie sich einer schweren Insubordination schuldig, die ich nicht ungeahndet lassen kann. Ziehen, er ist fort. Nein. Komm noch, es geschieht da nichts. Hm? So. Also, ich ziehe ihn jetzt. Jawohl, gerade an einen Revolver. Ich fühlte mich bedroht und stieß mit der Faust nach ihm. Er fiel so unglücklich, dass er mit dem Kopf auf die Treppe aufschlug und liegen blieb. In meiner Bestürzung versuchte ich, einen Unfall vorzutäuschen. Und schleppte den leblosen Körper die Archivtreppe hinauf. Dort ließ ich ihn in den Liftschacht hinunterfallen. Man könnte aber auch eine andere Erklärung geben. Nachdem er das Mädchen getötet hat, ist er davongerannt und ist in den Schlehdorn geraten. Da ist ihm eingefallen, dass ihn der Briefträger schon gesehen hat und dass er sich nicht unbemerkt wegstehlen kann. Darauf hast du beschlossen, doch nach Meggendorf hinunterzugehen und die Sache selber zu melden, um so den Unschuldigen zu spielen. Danach, wie es sich niederbracht wurde, Herr Pfarrer, dass die Mittel vom Fähnhansli zusammenbleiben von den Betreffenden verursacht haben. Aha, alle erjagt der Rest. Es scheint kein gutes Wetter zu breiten. Ungekühltes Nitroglycerin ist reizbarer als ein Rhinozerospulle. Ich möchte sagen, der leiseste Windhauch kann es zur Explosion bringen. Dalu! Dalu! Was gibt jetzt aber dem armen Schuldenbürli der Mut? Vor euch zu treten und recht zu verlangen. Einzig zu wissen, dass er von dem Ehrenmann da hintergangen worden ist und dass Treue und Glaube aufs Schwerste verletzt worden sind. Heute heisst es, so ein Nebentausmannli hat keine Existenzberechtigung mehr. Es rentiere ich nicht mehr. Weg damit. Ausmerzen.
Gesund schrumpfen, sagen Sie ihm. Krank schrumpfen, sage ich. Woher wissen Sie das? Die Zeitung ist gestanden. Gestern. So eine Art Jubiläumsaktion. Das ist doch dummes Zeug. Nein, ich habe schon zweimal eine 50er-Note drin gefunden. Und man sollte ein bisschen Geduld haben. Ja. Der ruscht. Oh, ja. Na, zeig. Oh. Da ist mit Kosten zu rechnen. Und dem soll es nicht verhalten. Wie viel? Fünf. 50? Dafür kaufe ich auch Sarg. Dafür haben wir sonst keine Umtriebe. Ich nehme dort die Hälfte gerade zum Voraus. Truppenführer! Die Übung geht weiter. Der Hügel mit dem Baum da oben ist vom Wimp gesetzt. Unser Zug greift an. Ausbrechen! Halt! Ganze Grimm voll Weberflügel. Kreuz und quer. Kommt nicht raus. Fäust auf die Weber. Gestatten Sie, Oberst Wettach. Wir kennen uns aus Berlin. Ich war Militärattaché, habe mich aber schon 33 versetzen lassen. Wenn ich mir erlauben darf, ein Wort von Soldat zu Soldat an Sie zu richten. Sie sind gekommen, um gut Wetter für mehr und mehr Waffenlieferungen an das Reich zu machen. Der Krieg aber ist für euch verloren. Und es ist ein Verbrechen, einen sinnlosen Krieg mit Waffenlieferungen zu verlängern. Jeder Tag, den dieser Krieg länger dauert, das wissen Sie genauso gut wie ich, kostet Tausende von Menschenleben. Noch zwei Minuten. Und dann muss ich leider das interessante Gespräch abbrechen. Na, der Trick kenne ich, dass ich die Leute richtig anlösen. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Nicht gut für den Kopf. Ein bisschen Psychologie, Herr Gregel, ein bisschen Psychologie. Ein Schnaps hätte ich. Der würde vielleicht helfen, Meitli. Ich nehme nicht bei die Augen davon, wenn es mir schlecht wird. Grüß dich, Herr Kaufmann. Ich habe gestern telefoniert. Das ist der Steiner, der sich für die Wohnung interessiert. Ja. Sie haben mir nicht gesagt, dass er schon so alt ist. Habe ich doch extra nachgefragt. Wie alt sind Sie? Er ist 75. 75? Ja, können Sie denken. So eine steile Steige ist doch viel zu gefährlich für so einen alten Mann. Ja, wenn etwas passiert, dann bin ich verantwortlich. Nein, die Wohnung ist nichts für so einen alten Mann. Jetzt sind Sie ja gerade eine Minute älter geworden. Du wirst auch nicht jünger. Oh, ist schon noch gut, dass du mich daran erinnerst. Das hätte ich jetzt glatt vergessen. Ja, mir kommt es nicht so drauf an. Denn jeder hat seine vorbestimmte Zeit. Da ist die schwarze Spinne drin. Sie Vaters, Großvaters und Großvaters Zitte. Ich bin verantwortlich, wenn das ganze Viertel hier in die Luft fliegt. Sollte das eintreten, Lieutenant Rauert, werden Sie den Vorwurf bestimmt nicht mehr hören. Niemand weiß, was ihr als Garten wachst. Mache dir auf alle Fälle fast, was Vaterland vor euch wartet. Wissen doch. Wo was wäre das? Nach eurer Meinung. Saufen, du Fresse, was Rabe bringt. Was tun denn ich? Hat einem niemand mehr nehmen. Adieu, junger Herr.
Empfehlen Sie mich weiter. Empfehlen Sie mich weiter.